danke schön, dass du das Video eingeschaltet hast und willkommen bei... Also Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich muss mich heute leider etwas beeilen. Denn das neue Call of Duty ist rausgekommen und ich bin gerade in Zürich mal Mitbewohner, weil er den größeren Fernseher hat und wir wollen heute die ganze Nacht durchzocken. Also kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Hey ja! Sag mal, stimmt das mit Mario eigentlich wirklich? Mario? Naja, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass sie eventuell ein Sohn auf der Mario heißt. Bist du mein Vater? Und seitdem der YouTuber UZToon seine Frage postet hat, geht Mario mir einfach nicht aus dem Kopf. Mario? Aber um mal die Frage zu beantworten, ja, es ist eine wahre Geschichte. Denn ich persönlich würde mich über solche Themen nicht lustig machen. Mario? Ja, natürlich war es etwas übertrieben dargestellt. Aber das mit der Xbox stimmt wirklich. Denn mein Hass auf die Xbox ist nicht unbegründet. An alle Xbox da draußen, ich war einer von euch. Aber durch die Xbox habe ich mir mein eigenes Grab geschaufelt. Denn durch sie habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Die nächste Frage, die echt oft gut gestellt wurde, war... Hey ja, was hast du eigentlich gemacht, wo Call of Duty rausgekommen ist? Ja, wo steckst du, mein Alter? Leon, ich mach uns schon Sorgen. Hey Calvin, ich spiel gerade MW3 im Map New York. Und ich bin auch gerade in einem Hotelzimmer in New York. In New York? Ja, ich bin extra von Los Angeles rübergeflogen, um das Spiel 3 Stunden früher zu spielen als ihr. Die bei Facebook geliked haben, wissen vielleicht, was passiert. Da ich mich zurzeit in Los Angeles befinde, liege ich 9 Stunden in der Deutschland zurück. New York City allerdings liegt nur 6 Stunden zurück. Also habe ich mir einfach mal von der Uni 1-2 Tage freigenommen, bin nach New York geflogen, um das Spiel 3 Stunden früher zu spielen. Alter, wenn du wirklich New York bist, Mann. Wie spät ist denn das jetzt bei dir? 1:30 Uhr morgens. Oh mein Gott. Er ist wirklich in New York. Alter. Ja, ich weiß, die Hälfte hat es in Deutschland schon am Donnerstag. Ich verstehe nicht, warum die Leute Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten nennen, wenn man das Spiel nicht mal ein paar Tage vorbekommt. Und ich habe in Amerika wirklich alles versucht, vom Verführen bis Bestechen bis Bedrohen. Naja, das mit dem Bedrohen war allerdings nicht so eine gute Idee, da ich dann doch ein paar Probleme mit der Polizei bekommen habe. Aber keine Sorge, Jungs, ist alles geklärt und ich habe die Nacht auch heil überstanden. So, bevor wir zum heißen Stuhl kommen, natürlich noch die letzte Frage. Hey ja, wer hat denn jetzt den Hey Award gewonnen? Zum Hey Award? Ich will auch einfach die Abstimmung noch ein bisschen länger laufen lassen, aber es ist eigentlich schon ziemlich klar, wer es gewonnen hat. Bleibt einfach auf dem Laufenden und guckt ab und zu auf dem Hamburger Kanal die Auflösung. Und wird dabei hochgeladen. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir zum meisten Stuhl. Seid ihr bereit? Go! Hey ja, wenn dein rechter Daumen links ist, wo ist dann dein linker Daumen? Auch rechts? Hey ja, wieso komme ich eigentlich nie dran? Ich weiß es nicht. Hey ja, warum steckst du Hühnerknochen in deine Hose? Lange Geschichte. Hey ja, warum heißt du Stas, nicht du Stich? Hey Leute, das ist doch mal eine coole Frage. Hey ja, kann das sein, dass ich gestern meinen Xbox-Controller bei dir vergessen habe? Nächste Frage. Hey ja, bist du als Baby mal vom Wickeltisch gefallen? Nee, so. Hey ja, hast du schon alle Dragon Balls gefunden? Nein, aber ich bin im 2. Prestige bei Call of Duty. Hey ja, Rot kann schimmeln, was kannst du? Ich bin ganz gut mit der AK. Hey ja, geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See steht? Nein. Hey ja, schneidest du dein Dinner vielleicht auch schweißfrei? Geht so. Hey ja, Ringel, Ringel, Rotze, Finger an der... Was ist denn los mit euch, Mann? Hey ja, liebst du Kali? Soll ich sagen, also... Ja, aber die ist doch... Na, die ist doch... Da lass mich in Ruhe! Mario?